Mit einer starken Angriffsleistung hat sich Österreichs U19-Mannschaft gegen Norwegen beim ersten Spiel um die Qualifikation für die U19-Europameisterschaft präsentiert. Für die Endrunde, die Ende April in Ungarn und Slowakei stattfinden wird, qualifizieren sich alle 8 Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten. Im Kader des Nachwuchsnationalteams sind die Amstettner Spieler Lukas Kühl, Felix Breinfalk, Niklas Ettlinger, er hat die Funktion des Kapitäns über, Jan Zaller und Stefan Langwieser. Den Norwegern gelingt gleich zu Beginn des ersten Satzes der bessere Start. Allerdings können sich die Gastgeber im Laufe des Spiels immer mehr steigern. Nur knapp kommen die Norweger an die Führung heran und Österreich sichert sich den ersten Satz mit 25:23. Im zweiten Satz beginnen die Gäste sehr stark, doch die Jungs von Sebastian Tatra beweisen auch dieses Mal die technisch solidere Taktik und holen die Big Points. Damit geht auch der zweite Satz an Österreich mit 25:21. Wie könnte es auch anders sein? Auch Satz 3 bietet das gleiche Bild. Anfangs ziehen die Norweger davon, werden aber schnell eingeholt, denn das österreichische Jugendnationalteam zeigt eindeutig die bessere Effizienz. Bis zum Schluss bietet das Spiel gegen Norwegen Spannung, die schlussendlich die Heimmannschaft bezwungen hat, und zwar mit einem 27:25 Satz und damit 3:0 Matchsieg. Durch den klaren Erfolg konnte sich Österreich eine sehr gute Ausgangsposition für das abschließende Duell mit Finnland verschaffen. Ja, also wir haben bedeutend weniger Fehler gemacht als der Gegner. Aus schlechten Situationen immer noch Druck auf sie ausgeübt, Service war gut. Hat alles passt heute. Ja, das war eine super Teamleistung, sage ich mal. Wir haben jetzt hart gearbeitet in den letzten Tagen. Wir haben viele Ausfälle gehabt, es sind einige krank, die sind alle da und Verletzte. Gestern hat sich noch einen Finger gebrochen. Der Aufspieler, der heute da war, der Christopher Hahn, hat das super gelöst. Er ist erst am Mittwoch zu uns gekommen und die Mannschaft hat vom ersten bis zum letzten Punkt einfach super zusammengehalten. Ja. Und ich sage einmal, diese drei Sätze, das 13 ist ganz wichtig, weil gegen Finnen wird es sehr schwer, aber es qualifizieren sich auch die zwei besten Gruppenzweiten. Und da haben wir halt einen großen Schritt in die Richtung gemacht. Also das war halt sehr wichtig. Ja, also Finnland ist doch noch, also da müssen wir schon noch eine Schippe drauflegen. Also Finnland ist Gruppenfavorit, aber ich bin davon überzeugt, wir können das schaffen. Ja, die Finnen sind jetzt unter Druck. Ja, die haben sich das halt angeschaut, die sind unter Druck. Sie wissen, sie wollen Gruppenerster werden, das wissen wir. Ja, sie sind körperlicher sicher überlegen. Aber ich sage, wir haben jetzt nichts zu verlieren und jeder Satz, den wir jetzt gegen die Finnen abnehmen können, bringt uns in die richtige Richtung. Jetzt zum ersten Mal als Kapitän natürlich am Feld, ist was Besonderes in der Heimhalle. Ein bisschen nervös natürlich vom Start weg, aber sehr zufrieden eigentlich. Gewinnt das ÖVV-Team auch am Sonntag, hat es das EM-Ticket in der Tasche.